Hohefraue und der Herr. Das war in einer schönen Landschaft gelegen am Ufer des Flusses Main. Dies war das nämlich Ort Würziburg genannt. Er war schon zu Lebzeiten ein in Franken berühmter Bildhauer und anerkannter Schnitzer. Und seine Holz- und Steinplastiken schmücken noch heute zahlreiche Kirchen und Klöster. Und natürlich ein heute weltberühmter Bildhauer, dessen Werke wir hier bei der Ausstellung bewundern konnten.